Ein Augen- und Ohrenschmaus ist ab November wieder im Zeiss Planetarium Jena zu erleben. Unter der Sternenkuppel werden die Donnerstagabende zu Hörspielnächten. Ein wunderbares Buch. Aber das muss ich Ihnen ja nicht erst sagen. Hal Jam hat gerade ein Buch geschrieben. Das glaubt zumindest die Menschenwelt. Eigentlich hat es der Bär im Wald gefunden, wo der wahre Autor nun seinem Bestseller nachtrauert. Derweil liegen Hal Jam die Menschen zu Füßen. Zu seinen Tatzen. Wir bringen den Vergleich mit Hemingway, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Sie haben eine wunderbare körperliche Präsenz, das spüre ich. Hals Stimme ist umwerfend. Die tierische Komödie Ein Bär will nach oben läuft am 11. November. Mit geballtem berlinerischen Charme kommt eine Woche später die bezaubernde Eliza Doolittle ins Planetarium. Sie kommen was gratis zu kriegen. Sind meine Piep nicht gut genug, mach ich woanders hin. Gut genug? Wofür? Na, gut genug vor Ihnen. Endlich kapiert, oder was? Ich bin hier, dass Sie mich was beibringen. Ich bleche auch davor. Also das Blumenmädchen Eliza tritt an Professor Higgins heran. Und der hat Großes mit ihr vor. Ich werde eine Herzogin aus dieser Gassenschlampe machen. Oh. Ja, in 6 Monaten. Ach was, in 3, falls sie ein gutes Gehör und eine schnelle Zunge hat. Wahlarzt. Die Hörspielnächte, ab 4. November, immer um 20 Uhr.